Ich begrüße Sie ganz herzlich zur Pressekonferenz des DEL2-Spiels zum 8. Spieltag zwischen den Heilbronner Falken und den Bietigheim Steelers. Endstand 3:6. Ich begrüße zu meiner rechten Gästetrainer Kevin Godet und zu meiner linken Falkentrainer Gerhard Unterlugauer. Kevin, was sagen Sie zum Spiel? Ja, schönen guten Abend. Wie immer gegen Heilbronn, das ist fast in den letzten 2 Jahren, immer ein Torunterschied. Bis zum Ende. Am Ende natürlich ist alles kann passieren, aber das ist ein Kampf. Ein Kampf für jeden Zentimeter. Die Heilbronn natürlich, wenn sie in Führung gegangen, hat uns auch unter Druck gemacht natürlich. Ist normal. In Derbys darum, die erste Tor ist so wichtig. Und wir hätten Chancen gehabt, nicht genutzt. Torwart von Heilbronn war sehr gut in die ersten 2 Drittel. Und am Ende, you know, du gehst in die letzte Drittel und du sagst zu den Jungs, wir brauchen nur ein Tor, ein Schuss und wir sind noch dabei. Und danach, in die letzte Drittel, wir waren sehr effizient. You know, wir haben nicht so viele Chancen gehabt, aber fast jeden Mal, wir haben das genutzt. Und in die letzte Zeit, das war unser Problem. Heute, das war nicht der Fall. Ich muss ein großes Lob an meine Mannschaft geben. Es ist nicht einfach, 5-mal in Folge zu gewinnen. Wenn du hast 8-mal in Folge gewonnen, es ist wirklich ein großes Herz, große Eier, man könnte sagen. Und ich bin einfach stolz. Es ist nicht einfach zu tun, besonders in dieser Heilbronner Arena. Die Heilbronner sind besser. Ich finde, wenn sie ihr Rhythmus, das ist eine Mannschaft, das könnte in die Top 6 sein. Und ich wünsche Gerhard viel Glück natürlich für die Rest der Saison, aber von unserer Seite natürlich sehr glücklich. Dankeschön. Dankeschön. Gerhard, was sagst du zum Spiel? Ja, hallo, schönen Abend. Erstens einmal möchte ich gratulieren. Kevin, war eine sehr gute Leistung von Bietigheim, wirklich sehr, sehr gute Mannschaft. Man hat gesehen, wo sie dann einen Gang dazu geschalten haben. Sehr viel Potenzial, sehr viel Talent in der Mannschaft. Wir haben eigentlich ganz okay angefangen. Wir haben probiert, Druck zu machen. Wir haben den Gameplan eigentlich eine Zeit lang gut eingehalten. Und je länger das Spiel gedauert hat, da hat man gesehen, haben wir uns schwerer und schwerer getan. Wir haben uns im eigenen Drittel zeitweise selber Probleme gebracht, in Positionen gebracht, die was wir nicht unbedingt haben wollten vor dem Spiel. Aber wie gesagt, auf der anderen Seite muss man auch sagen, man spielt gegen Bietigheim, das ist eine absolute Top-Mannschaft in dieser Liga, die wird auch heuer wieder wahrscheinlich ganz, ganz vorne mitspielen. Da gibt es viele Mannschaften, die was defensiv Probleme haben, aber ja, es gibt viele Sachen, an denen wir noch arbeiten müssen. Es gibt viele Sachen, was man, glaube ich, schon ganz ordentlich macht. Und ja, man muss abhocken, analysieren, davon lernen, das ist das Wichtigste. Und ja, wir schauen aufs nächste Wochenende. Dankeschön. Gibt es Fragen? Wieder 2 Strafzeiten, ganz zum Ende, mit dem entscheidenden 3:5. Was passiert da? War ja auch schon im Weißwasser so. Statt dem Dreier dann durch die 2 Punkte. Was passiert immer in den letzten 5 oder 6 Minuten? Also die Frage war nach den Strafen am Ende des Spiels. Naja, man muss auch sagen, heute war es ganz klar. Wir waren im letzten Drittel sehr unter Druck. Die Verteidiger haben sehr viel Stress gehabt und dann ist man halt übermotiviert. Man will den Spieler von der Scheibe trennen und dann fährt man halt das etwas zu hart drauf und dann ist es halt eine 2-Minuten-Strafe. Das passiert da, das sind Emotionen im Spiel und natürlich sollte es nicht passieren, aber es ist halt schwierig, wenn man ein Tor nachläuft, dann will man halt im eigenen Drittel so schnell wie möglich die Scheibe erobern und wieder angreifen. Weitere Fragen? Wie lässt sich denn erklären, dass jetzt auch hier am Freitag im Weißwasser so ab der 40. Minute eigentlich die Entlastung dann irgendwie fehlt? Da wurde dann auch der Druck immer größer, das war heute auch wieder so, auch im Mitteldrittel schon. Da fehlen einfach so ein bisschen die Befreiungsangriffe, dass man auch selber mal wieder Chancen generiert und den Druck eben von den Verteidigern nimmt. Die Frage nach der Entlastung und dem Druck von den Verteidigern ab der 40. Minute. Naja, im Weißwasser waren es eigentlich die letzten 5 Minuten, wo man wirklich, da haben sie den Tormann zweimal rausgenommen, den 6. Mann drauf. Das ist natürlich schwierig, dass man da jetzt ein offensives Feuerwerk empfacht, aber natürlich, der Druck ist höher geworden, das ist ganz klar. Man muss aber sagen, Bietigheim hat noch einmal einen Gang draufgelegt und hat mehr Druck gemacht und da war für uns sehr schwierig zu reagieren. Weitere Fragen? Vielleicht noch das nächste Heimspiel, was nicht gewonnen wurde, ist natürlich besonders bitter, weil es jetzt auch noch das Derby war. Ist es
tatsächlich ein Heimproblem oder lag es jetzt tatsächlich auch einfach an den Gegnern, dass man zu Hause eben noch den Fans keinen Punkt bescheren konnte? Die Frage nach dem Heimproblem oder ob es an den Gegnern lag bisher? Ja, anscheinend muss es am Gegner gelegen sein, wenn wir nicht gewinnen. Nein. Wir haben, glaube ich, gegen Kassel und gegen Kaufbeuren ordentliche Leistungen gebracht. Aber wie gesagt, wir waren knapp dran, es war noch nicht da. Zeitweise musste die Scheibe auch für dich springen. Und das ist zurzeit nicht so auswärts, funktioniert es zurzeit. Und ja, wir müssen einfach hart weiterarbeiten. Du bevorzugst das leichte Spiel. Du sagst zu deinen Jungs, wenn es brenzlig wird, einfach mal die Scheibe auch raus. Haben sie im ersten Drittel gut gemacht, Teile des zweiten auch noch, und dann fingen sie plötzlich an, irgendwie doch probiert Zauberpässe, No-Look-Pässe, Backhander und sowas zu spielen. War das aufgrund des Drucks, den Bietigheim immer stärker aufgebaut hat, oder wie kommt es einfach? Dieses einfache Spiel, was auch mal für Entlastung gesorgt hätte, hat nicht geklappt, so ab der 35. Minute, passt das, oder? Die Frage, warum das leichte Spiel irgendwann nicht mehr gepasst hat. Naja, mehr wie regelmäßig sagen, das Glas ist ein Freund von einem Verteidiger, kann man nicht machen. Man ist als Trainer in einem Spiel im Prinzip Passagier. Natürlich würde man gern sehen, dass immer das gemacht wird, was der Trainer sagt. Aber in vielen Situationen ist es so, der Spieler muss in einer Sekunde entscheiden, was er macht mit dem Puck. Und wenn er in dem Moment glaubt, das ist die richtige Entscheidung, die was er trifft, und dann was anderes probiert, was soll man da machen? Wenn es keine weiteren Fragen mehr gibt, habe ich noch die Zwischenstände, da wir ja früher angefangen haben im Spiel. Ravensburg gegen Lausitzer Füchse steht im ersten Drittel noch 0:0, ebenso 0:0 bei Kaufbeuren gegen Freiburg im zweiten Drittel. Die Tölzer Löwen führen im ersten Drittel 2:0 gegen die Bayreuth Tigers. Die Eispiraten Grimmenschau führen im dritten Drittel 1:0 gegen die Dresdner Eislöwen. Die Löwen Frankfurt führen im zweiten Drittel 3:1 in Rissersee und die Huskies aus Kassel führen 2:1 im zweiten Drittel beim EC Bad Nauheim. Ich bedanke mich bei beiden Trainern für die Teilnahme in der Pressekonferenz, wünsche unseren Gästen einen guten Nachhauseweg und wir sehen uns wieder am nächsten Freitag zum Heimspiel gegen Bad Tölz. Guten Abend, auf Wiedersehen.